Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts. Episode Nummer 79 und vielen Dank, dass ihr mich immer eingeschaltet habt und ich hoffe natürlich, dass ihr eine wunderschöne Zeit habt oder auch hattet, dass eure letzte Woche wunderbar war. Ja, der Winter ist da, ne? was soll man sagen? Also. Hier in den Alpen ist es ja wirklich, wirklich ähm, grausam, wie hässlich es geworden ist. Aber aufgrund der Anregung, äh, die ich auch ganz gut nachvollziehen kann, werden wir heute den äh, Wettertalk, so wie es ja quasi jede Woche ist eigentlich, äh, einfach mal auf hinten verschieben und dann zum Schluss dran hängen. Finde ich vielleicht ein bisschen eleganter. Und wir starten einfach direkt mit dem Thema ein, auf, um das ist heute tatsächlich gehen soll es geht heute um eine person und ähm, ich möchte über diese person überhaupt nichts verraten eigentlich beziehungsweise ich werde so ein bisschen ihren werdegang zeichnen und ein bisschen auch vielleicht die öffentliche meinung ähm, über diese person darstellen und versuchen ihn so ein bisschen zu positionieren in der gesellschaft aber ich werde kein einziges mal seinen namen nennen der grund dafür ist relativ einfach ich versuche mich erstens mal natürlich auch aus rechtlichen Schwierigkeiten rauszuhalten. So bleibt mir zumindest immer die Argumentation, dass es doch recht vage formuliert war, um wen es gehen sollte. Und ich diesbezüglich offen bin und es natürlich nie um diese eine Person ging. Denn Dinge, die ich heute sagen werde, sind rechtlich teilweise vielleicht etwas problematisch. Zumindest hat mir das so mein Medienrechtsanwalt gesagt. Deshalb dachte ich mir, machen wir eine elegante kleine Umschiffung des Namens und der Person per se, ob ihr sie zuordnen könnt oder nicht, das bleibt natürlich dann euch überlassen. Und äh, was, da, was ihr da interpretiert, da muss ich dann ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht, ähm, kann ich nichts zu sagen. Schade, schade. Aber naja, ihr könnt ja mutmaßen. Das ist dann euer gutes Recht vor allen Dingen. Also das dürft ihr ja. Aber ich werde ähm, sicherheitshalber nicht nennen, um wen es geht. Ich werde aber dafür genauso über ihn berichten, wie ich der Meinung bin, dass es korrekt ist und was ich von dieser Person vor allen Dingen dem Werdegang so ein bisschen halte. Denn das Ganze ist mir wichtiger, also diese ehrliche, meine Meinung, meine ehrliche Meinung offen auszusprechen und kundzutun, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen wichtiger, als hier einen Namen zu nennen und dann schöne Worte drumherum zu formulieren, da das eine Person ist, die durchaus weiß, wie man rechtlich gegen Kritik vorgeht. Das wäre ja schon mal. Eigentlich der erste interessante Hinweis. Ja, diese Person, ich meine, stellt euch mal vor, ihr kennt jemanden, ich weiß jetzt nicht wen, ob es euer näheres Umfeld ist oder vielleicht ein ferner Verwandter, vielleicht auch einfach irgendeine kurze Bekanntschaft. Ihr kennt da jemanden, der geht gerne in die Berge. Aber eigentlich, na, eigentlich kommt er gar nicht aus den Bergen. Eigentlich kommt er aus einem ganz anderen Sport, kann man auch nicht sagen, denn Sport ist es eigentlich keiner. Er kommt aus einem Beruf. Indem man doch recht sportlich sein muss oder was heißt sportlich, aber sehr fit sein muss, sehr kräftig sein muss und da geht's, da geht's wirklich hart zur Sache in seinem Job. Das muss man schon sagen. Und dann, dann entdeckt er irgendwann die Berge für sich, denn das ist ja vielleicht nicht unbedingt logische Konsequenz, aber er kommt ja irgendwie aus einer Region, in der viele Berge stehen und da, da denkt man sich vielleicht ja früher oder später mal, wie sieht's denn eigentlich auf diesen Bergen da oben aus? Und was kann man da oben so interessantes erleben? Bis dann euer Kollege oder eure Kollegin irgendwann, naja, wobei, man muss es ja schon in gewisser Weise einschränken können, euer Kollege, bis euer Kollege irgendwann mal sagt, ja, also ich habe da jetzt mal irgendwie so eine leichtere Tour gemacht und jetzt habe ich Blut geleckt, jetzt will ich mehr, mehr, mehr. Und er macht immer wildere Sachen. Er trainiert und trainiert und trainiert und er wird, er wächst über sich hinaus, zweifellos und er macht unfassbare Fortschritte in kürzester Zeit und ihr beneidet ihn. Ihr steht quasi neben seiner Entwicklung und denkt euch die ganze Zeit nur unfassbar. Wie kann man eigentlich so große Sprünge im Fortschritt machen und das in einer so kurzen Zeit? Ich hoffe, ich konnte euch dieses Bild stellt euch diese Person wirklich mal einfach so vor euch vor, nehmt einfach so, weiß ich nicht. Keine Ahnung, irgendeinen, einen Namen und teilt sie einer fiktiven Person zu. Und das ist nun die, diese Person. Die hat einen sportlichen Job und jetzt hat sie die Berge für sich entdeckt. Und diese Person, die macht jetzt eben Riesensprünge und wird quasi zum Alpinisten. Beziehungsweise das ist sozusagen dieses Ziel, das er sich jetzt gesetzt hat. Alpinist werden und ein wirklicher, ein Extrembergsteiger werden. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Vor wenigen Jahren noch da hat er ja noch nie einen Berg von oben gesehen, noch nie einen Gipfel von oben gesehen, außer vielleicht mal aus dem Flugzeug, denn er arbeitet etwas internationaler. Aber grundsätzlich ist es doch Wahnsinn, dass der vor ein paar Jahren noch ein bisschen wandern geht oder gerade mal den ersten Berg besteigt und jetzt, jetzt redet er schon von Expeditionen und Extrembergsteigen. Das ist doch schon irgendwie grotesk, nachdem wir hier unten, also, also du und ich, ja, wir gehen jetzt seit 10, 15, 20, 30 Jahren in die Berge. Ja, und wir machen irgendwie nicht so schnell diese Fortschritte. Wir haben für alles irgendwie länger gebraucht. Du gehst vielleicht gerade erstmal immer noch wandern, weil du dich noch nicht auf größere Bergtouren traust. Oder vielleicht gehst du nur klettern und traust dich nicht so ganz ans Alpinklettern ran oder so. Aber der, der ist schon Wahnsinn. Der macht das alles einfach, ohne mit der Wimper zu zucken und macht einen Fortschritt nach dem anderen. Er bekommt dabei aber sehr viel Unterstützung auch, muss man sagen. Von seinen Kollegen nämlich. Seine Kollegen oder sein Umfeld, die unterstützen ihn sehr tatkräftig dabei. Die, die spüren seine Motivation und die finden das beeindruckend und bemerkenswert und möchten ihn deshalb in diesem Sinne auch fördern und pushen. Aber irgendwie der hat das teilweise gar nicht so notwendig, hat man das Gefühl. So von außen wirkt das so, als wäre das so eine Maschine, so ein perfekter Bergsteiger, so ein perfekter Alpinist. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass er zuvor nochmal irgendwas anderes gemacht hat. Man könnte fast meinen, er ist auf dem Everest geboren worden und dort aufgewachsen und hat sein Leben lang das Hochgebirge nie verlassen. So begabt und einwandfrei tanzt er durch die Berge. Aber trotzdem braucht er ein bisschen Unterstützung. Das muss man ja schon sagen, aber das ist ja auch keine Schande. Jeder Mensch braucht an der einen oder anderen Stelle Unterstützung und er tut das eben auch. Er braucht manchmal ein bisschen logistische Unterstützung, braucht manchmal ein bisschen Hilfe beim Tragen, braucht manchmal ein bisschen Hilfe bei der Orientierung oder wie es halt eben, eben gerade so weitergeht. Aber ganz ehrlich, das, das kann man ihm ja auch mal zusprechen. Da kann man ja nicht viel dagegen sagen. Und jetzt überlegt dich mal diese Person, diese person wird natürlich irgendwann jemandem auffallen das ist ja ganz klar ne? wir wir menschen wenn wir etwas komplett außergewöhnliches sind wenn wir jemand sind der sich mit anderen menschen messen kann und dann auch noch von null auf hundert an die spitze seiner, seiner Disziplin oder seiner Branche kommt. Das ist ja wie bei in einer Beruf oder so, wenn man als, als ein, ein Azubi angefangen hat und plötzlich ist man kürzeste Zeit später Chef des Unternehmens. Das weckt natürlich die Aufmerksamkeit vielleicht auch der Medien, weil sie sich dann doch fragen, mein Gott, das ist ein ungewöhnlicher Weg. Wie kommt denn sowas überhaupt zustande? Oder wie kann sowas eigentlich überhaupt zustande kommen? Die Medien interessieren sich ja dann natürlich für eure Kollegen, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, wie der bei euch heißt, aber. Nennen wir ihn jetzt einfach mal Max, den Max Mustermann, ne? Und dieser Max, der wird jetzt plötzlich von einem Magazin angefragt. Weil die haben irgendwie Wind davon bekommen, dass der so ein, so ein starker Alpinist ist, der hat. Vor ein paar Jahren ja noch seine erste kleine Bergtour vielleicht auf die Zugspitze oder sonst irgendwo hingemacht, weiß man ja nicht. Hat er ja gar nicht verraten, weil das so unwichtig war, weil er wusste ja von Anfang an, nur die großen Ziele zählen, nur die hohen Ziele, die, die großen Resultate, die mächtigen Berge, die zählen im Endeffekt. Alles andere ist in Wirklichkeit ja egal. Und dann kommt so ein Magazin auf ihn zu, weil es sich einfach wundert, wie kann das denn sein, dass dieser Mensch so eine Maschine am Berg ist? So, und naja. Er wird dann gefragt und er gibt dann eine ganz klare und einfache Antwort. Er sagt, er ist einfach sehr diszipliniert. Er ist wirklich diszipliniert in seinem Training, in seinem Tun. Er setzt sich Ziele und versucht sie dann umzusetzen. Man könnte fast meinen, es ist irgendwie so eine schlechte Parodie von diesen ganzen Motivationscoaches, die man im Internet so findet, die man teilweise teuer bezahlen muss. Und nun findet man mit diesem Bergsteigen in diesem Magazin fast schon gratis Motivation. Er erklärt dann, wie viel er trainiert und dass es einfach für ihn so viel mehr ist und dass er einfach in den Bergen aufgewachsen ist und deshalb letztlich so viel stärker, eine, also eine so viel stärkere Verbindung zu den Bergen hat, als ja, vielleicht der Otto-Normalbürger, der irgendwo im Flachland wohnt. So argumentiert er das letztlich. Und die, die Menschen sind sehr. Er ist sehr beeindruckt, er ist sehr bescheiden, er sagt einfach, er ist wirklich diszipliniert und gibt sich viel Mühe, aber natürlich, der Berg ist stärker als er, das ist immer seine Kernaussage. Der Berg ist immer stärker als er und ist dementsprechend natürlich auch zu respektieren und man weiß nie, was der Berg für eine Herausforderung oder für ein Abenteuer am nächsten Tag für einen bietet. Also sind die Menschen ja eigentlich sehr, sehr beeindruckt, so ein bescheidener Mann, der sich so extreme Ziele setzt, der wahnsinnig schnell Fortschritte gemacht hat. Und dann schon Sechstausender, Siebentausender bestiegen hat und das nach wenigen Jahren. Es ist ja fast schon zu schön, um wahr zu sein. Man kann sich fast schon ein bisschen in diese Lage hineinversetzen, wie das wohl wäre, wenn man selbst so ein begabter Bergsteiger wäre. Und man kann es vielleicht auch ein bisschen schade finden, dass man selbst gar nicht mal so begabt ist. Dann irgendwann, ja dann, ähm, da, da entwickelt sich dann nicht mehr vieles. Es wird dann ein bisschen ruhig um ihn, denn er selber er, er ist nicht so ein Medienprofi bis jetzt. Also er hat halt mal ein paar Interviews gegeben, weil er mal irgendwo aufgefallen ist in so Nischenmagazinen, aber sonst hat man ja eigentlich nicht so wirklich viel von ihm gehört. Aber dann, dann hat er irgendwie das Bedürfnis, ein großes Projekt zu machen. Nicht einfach nur ein Projekt, wo er auf einen 5000er, 6000er oder 7000er rauf geht. Nein, nein, er will auf die 8000er, die höchsten Berge der Welt. Und auf diesen höchsten Bergen der Welt, da will er... So schnell wie möglich sein. Nämlich unfassbar schnell. Er möchte der schnellste Mensch sein oder der Mensch, der am schnellsten alle 14.800er bestiegen hat und möchte genau das dann letztlich, so gut es geht, naja, verfilmen und dokumentieren. Und diese Dokumentationen, die will er dann im Prinzip zu einem Film machen und verkaufen. Und eine große Produktionsfirma springt dann in Kürze darauf an und sagt, geil, das klingt hart, das klingt nach. Action, das klingt nach Abenteuer, das klingt vor allen Dingen sehr extrem und ja, da machen wir dann mit. Wir kaufen deine Inhalte. Und dann macht er das. Und er tatsächlich, ja, er schafft es. Er ist der Mann, der am schnellsten jemals die 14800 er erreicht hat. Es kann übrigens jetzt natürlich sein, dass ich über jemanden spreche, der schon vor 50 Jahren gestorben ist. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt, äh, ich sage jetzt mal, vorwegnehmen oder. Naja, das muss man sich halt jetzt selber zusammenreimen, ob das überhaupt möglich ist, dass da jemand vor 50 Jahren gestorben ist. Aber gut, lassen wir das jetzt einfach mal offen. Wie gesagt, dieser Mann, der schafft, der schafft das. Und der schafft das wahnsinnig gut. Also, der Film, der geht ab. Er erreicht sein Ziel. Er ist mit Abstand der Schnellste. Und zwei Dinge passieren danach. Erstens mal, sehr viele Leute fragen sich, wie kann das sein. Wie kann er das geschafft haben? In seinen Dokumentationen wirkt er immer so entspannt. In seinen mit ja in seinen mitgefilmten Szenen da wirkt er immer so ja so ruhig so gelassen. Er macht immer den Eindruck, als könnte man ihm nichts anhaben und es würde ihn diese ganze Belastung dieser ganze Stress überhaupt nicht tangieren. Den Eindruck macht er Tag ein Tag aus. Bei jeder Dokumentation, bei jeder Minute, die er gefilmt wird, macht er nie den Hauch eines Eindrucks. Als wäre da irgendwas problematisch. Gut, aber irgendwie ist das doch schon komisch, oder? Wenn wir uns an die Menschen erinnern, die das zuvor geschafft haben, die haben gelitten ohne Ende. Diese Menschen kamen vom Berg, wurden teilweise von einem Kamerateam, das unten im Basislager gewartet hat, dann gefilmt, als sie wieder eingetroffen sind, und diese Menschen waren fertig. Nicht fertig im Sinne von erschöpft, sie waren fertig im Sinne von, man dachte, sie sind tot, obwohl sie sich bewegen und atmen. Beispielsweise hat Reinhold Messner, aber auch der äh, berühmte Hans Kammerlander teilweise nach deren unfassbaren Duo-Expeditionen haben sie teilweise 40 Stunden lang nur geschlafen, kurz aufgestanden, was gegessen und weitergeschlafen. Diese Menschen waren am Ende aller Kräfte, als sie ihre Expeditionen geschafft haben und es hat lange gedauert, bis sie wieder so geregeneriert waren, dass sie überhaupt wieder an eine Bergtour denken konnte. Doch diese Person, der Max, der, der, ist da einfach anders. Der braucht das nicht. Ein genetisches Wunder, könnte man eigentlich sagen. Und dann kommt aber dazu, dass er ja noch unfassbar viel trainiert. Das hat er ja damals schon dem Magazin erklärt. Er trainiert schon sehr hart und er ist sehr diszipliniert. Er achtet schon sehr darauf, dass er, naja, ich sag jetzt mal, eine gewisse Form einhält und dass die, dass er die auch beibehalten kann, dass er einen Trainingsplan hat und so weiter. Ja, und dann hat das dieser Max einfach so geschafft und genau damit argumentiert. Diesem Argument. Er ist halt diszipliniert gewesen. Und vor allen Dingen, er, er weiß, dass ihn die Berge einfach rufen. Und wisst ihr was? Dieser Max, der redet ganz schön viel Scheiße. Denn Tatsache ist nämlich, dass die Berge eigentlich überhaupt niemanden rufen und es gibt niemanden, der besser oder schlechter sich irgendwie zu den Bergen hingezogen fühlt oder sonst was. Es gibt einfach Leute, die finden ja Hobby darin, dass sie in die Berge gehen und es gibt Leute, die Idee, dann ist das halt einfach ein bisschen wurscht. Aber es gibt niemanden, der so vernarrt in die Berge ist, dass diese Vernarrtheit allein dafür sorgt, dass sie irgendetwas erreichen können oder nicht. Das ist nämlich kompletter Quatsch. Und das wissen wir natürlich auch alle. Aber alle wissen es halt nicht ganz, denn die Filmzuschauer wissen es halt vielleicht nicht unbedingt, wenn sie gar keinen Bezug zum Bergsport haben. Aber es hört sich halt auch einfach verdammt gut an. Stell euch mal vor, ihr dreht einen Film und dann fragt euch jemand was und ihr sagt einfach, ja, das ist halt das Schicksal, das ich hab und so viele andere nicht. Das hört sich nach Drama an, das hört sich ja wirklich, das hört sich wirklich cool an. Und das Interessante ist, das ist jetzt eine kleine persönliche Sache. Das war ein Mensch oder das ist ein Mensch, den ich vor nicht allzu langer Zeit noch recht bewundert habe für seine Leistungen, bis irgendwann ein Artikel erschien. Ein Artikel, in dem kein Interview mit ihm, sondern ein Bericht über ihn geschrieben wurde. Und dieser Bericht, der hat mich schon irgendwie ein bisschen irritiert zurückgelassen, denn ich war ein großer Fan von ihm, ich war ein großer Fan von seinen Leistungen. Ich war kein großer Fan von der Vermarktung, denn er hat es sehr als seine Landesvermarktung ja präsentiert, das war alles ein bisschen dünn und auch diese filmische Darstellung, aber die Leistung per se, die fand ich so beeindruckend, dass ich da ein bisschen blind war. Aber ein Bericht der war dann schon sehr spannend. Nämlich ein Bericht aus einer Zeitung, der dann berichtet hat, dass dieser Max eigentlich ein bisschen geflunkert hat bei seinen ganzen Projekten und bei seinen ganzen Filmen. Er hat nicht immer einwandfrei ganz die Wahrheit gesagt. Ja, man müsste ihn nicht unbedingt als Lügner bezeichnen, aber er hat manchmal Dinge weggespart die vielleicht gar nicht so uninteressant gewesen wären. Und manchmal hat er gerade in seinem Film, und das ist so ein bisschen das problematische, Dinge gesagt, die so gar nicht belegbar sind. Sie haben sich aber halt sehr, sehr gut angehört, muss man ehrlicherweise auch sagen. Das ist jetzt nur die Frage, was schließt man daraus? Ist der Max jetzt ein schlechter Mensch? Ist er ein schlechter Bergsteiger? Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Er ist sicher kein schlechter Bergsteiger, aber ist er so gut, wie er es gesagt hat? Fakt ist, Max ist eigentlich jemand, der sich gerne, naja, aus seiner kleinen Schale, aus seiner unbedeutsamen Schale, so wie wir alle Menschen in einer sehr unbedeutsamen Schale leben, bis auf sehr wenige, ein bisschen hinaus entwickeln wollte, ausbrechen wollte, aus dieser Bedeutungslosigkeit, die wir Menschen in einem großen gesellschaftlichen Bild halt nun mal darstellen. Wenn wir uns als Einzelperson sehen im großen gesamten Bild. Wir sind nicht sehr viel allein im Vergleich zu fast acht Milliarden Menschen. Da sind wir, da sind wir nicht mal, nicht mal eine statistische, nicht mal ein statistischer Ausschlag. Wir sind nichts. Aber es gibt Menschen, die sind sehr wichtig auf der Welt. Präsidenten sind sehr wichtig, Kanzler sind sehr wichtig. Also generell Politiker haben sehr viel Einfluss, sehr reiche Menschen haben Einfluss. Und dann gibt es Menschen, die können all das nicht werden, weil sie in einem System groß werden oder in einem System leben, in dem die Einzigartigkeit fast schon nicht gegeben ist. Und in so einem Job war ja der Max eigentlich früher. Der war in einem Job, in dem alle Menschen immer gleich waren. Es gab zwar eine sehr strenge Hierarchie, aber er gehörte zu den Menschen, die mit ihren Kollegen zusammen immer eine Einheit gebildet haben, immer gleich waren. Und genau das. Ist natürlich etwas, wo manche Menschen sagen, sie möchten ihre Einzigartigkeit etwas entfalten können. Und das hat der Max dann geschafft. Denn der Max, ja, der hat etwas geschafft, was sonst noch niemand auf dem Planeten geschafft hat. Und diese Einzigartigkeit ist etwas Spannendes, denn wir Menschen tendieren dazu, dass wenn wir sehr einzigartig sind, uns manchmal vielleicht auch ein wenig überschätzen. Überschätzen in unserem Wert, was die Gesellschaft betrifft, in unserem Wert, was die Meinung betrifft. Natürlich ist die Meinung eines jeden Menschen wertvoll. Mehr oder weniger. Je nachdem, was er sagt. Oder ob es inhaltlich wirklich sehr, sehr inhaltsvoll ist. Sagen wir uns mal so. Aber eigentlich ist es insgesamt auch, naja, ich sag jetzt mal, ein Zeichen von Bescheidenheit, wenn man sich selbst bewusst ist, dass die eigene Meinung zwar nett ist und interessant sein kann, aber nur das. Also auch nur das. Wir werden selten als Menschen, die eben nicht so bedeutsam sind wie andere Leute, in der Regel nicht so viel mit unseren Worten ausrichten können, was das Gesamtgesellschaftliche betrifft. Und hier muss man sagen, dass es der Max, dass dem das ein bisschen gestunken hat. Der Max wollte auch, dass ihm die Leute zuhören und dass er wichtig ist. Und das hat er geschafft. Das Problem ist, dass wir Menschen dann leider dazu tendieren, dass wenn wir mal auf einem gewissen Level der Aufmerksamkeit, sagen wir es mal so, angekommen sind, dass wir dann anfangen, uns daran zu gewöhnen. Und wenn diese Aufmerksamkeit, dieses Rampenlicht wieder weg ist, dann machen wir manchmal Dinge, um das wieder zu bekommen. Denn für manche Menschen ist diese Aufmerksamkeit und das Rampenlicht wichtig. Es gibt Menschen, die stehen in der Öffentlichkeit und haben sehr viel Aufmerksamkeit, aber denen ist diese Aufmerksamkeit eigentlich egal. Sie nutzen es als Mittel der Kommunikation, vielleicht auch als Mittel, um etwas zu erreichen um für die Gesellschaft etwas zu tun. Manche Politiker, die brauchen eigentlich nicht unbedingt die Aufmerksamkeit, weil sie aufmerksamkeitsgeil sind, sondern vor allen Dingen, weil sie die Aufmerksamkeit brauchen, um ihre Ziele, um ihre Ideale vielleicht auch durchzusetzen und umsetzen zu können. Doch manche Menschen, die brauchen die Aufmerksamkeit, weil sie vielleicht auch etwas narzisstischer veranlagt sind, vielleicht auch, weil sie, naja, das Gefühl haben, dass sie nur durch diese Aufmerksamkeit auch einen gewissen Selbstwert haben. Und genau diese Aufmerksamkeit ist es, die dem Max dann so ein bisschen über die Ohren gewachsen ist. Und als sie dann wieder weg war, nachdem er die großen Erfolge, eigentlich die größten Erfolge aller Zeiten gefeiert hat. Als die weg war, da wurde es dann komisch. Denn was Menschen machen, wenn sie aus ihrem gewohnten Umfeld wieder, naja, sozusagen in eine Sternposition, in eine Starposition quasi rutschen, aber dann wieder in das gewohnte Umfeld abrutschen, obwohl sie sich gerade an diesen Status des Stars gewöhnt haben. Das ist manchmal wirklich komisch und bedenklich. Denn dann wurden Geschichten erfunden. Dann wurden Geschichten erfunden, um irgendwie das ganze Feuer am Brennen zu halten. Aber das hat nicht so richtig funktioniert. Und aus dieser Bescheidenheit, die ursprünglich mal, naja, ich sage jetzt mal so ein bisschen rübergebracht wurde, aus der wurde ziemliche Präpotenz und Arroganz. Denn damit wollte er sozusagen das Alleinstellungsmerkmal werden. Der Max, der hat sich so ein bisschen vom bodenständigen Bergsteiger entfernt und hat sich so ein bisschen in eine fast schon messianische Rolle verliebt, die er hier einnimmt. Und Dinge sagt wie, er kann vieles, was manche Menschen in ihrem ganzen Leben nicht zustande bringen könnten. Er macht Dinge an einem Tag, für die andere zwei Wochen brauchen würden. Er sagt Dinge, von denen man sagen würde, na gut, er hat ja nicht unbedingt Unrecht, ne. Also, es kann ja auch sein, dass er, dass er wirklich ein sehr starker Bergsteiger ist. Aber die Selbstvermarktung dahinter, die ist schon etwas fragwürdig, wenn nicht schon etwas lächerlich. Denn ich persönlich finde es etwas lächerlich, wenn ein Mensch einem den ganzen Tag nur erklärt, dass er so viel besser ist als all die anderen Menschen. Und damit sollte man sich vielleicht auch die Frage stellen, ob es eine gewisse, ob es einen gewissen Grad an Arroganz gibt, den wir Bergsteiger vielleicht als Obergrenze betrachten sollten, als Limit für das, was wir uns selbst zutrauen sollten, weil es letztlich nur um Bergsteigen geht. Und wenn wir anfangen, unsere Leistungen mit Halbwahrheiten zu untermauern, dann wird's ganz schräg. Denn diese Halbwahrheiten, die sorgen letztlich dafür, dass immer wieder im Raum steht, ob die Gesamtleistung per se überhaupt so passiert ist. Denn wenn klar wird, dass Halbwahrheiten nur Halbwahrheiten sind, dann fängt man an, an der gesamten Geschichte zu zweifeln. Und das ist das Traurige am Bergsport. Dass wir nur falsch oder richtig kennen. 100% richtige Geschichten werden auch als solche wahrgenommen und werden als solche auch respektiert. Aber wenn nur neunzig Prozent einer Geschichte äh, wahr sind und nur zehn Prozent falsch sind, zehn Prozent dazu gedichtet wurden, 10% Prozent als Ergänzung zur Ausschmückung genutzt wurden. Dann fragen sich alle Menschen, was ist eigentlich mit den restlichen 90%? Prozent? Das ist nichts, was auf den Bergsport beschränkt ist. Das ist im ganzen Leben ganz normal, dass wir einfach eine Geschichte, die teilweise stimmt, dann grundsätzlich hinterfragen. Und wenn es Geschichten gibt wie, naja, dass er beispielsweise an dem einen Tag da war und am anderen Tag dort, und dann hat man irgendwann herausgefunden, das kann eigentlich so gar nicht gewesen sein, oder dass er eine Frau gerettet hat und diese Frau an diesem Tag aber überhaupt nicht an dem Berg war. Dann fragt man sich schon, was stimmt eigentlich aus dem Gesamtbild dann noch? Wenn das teilweise erfunden wurde, um die Geschichte besser klingen zu lassen, dann wird's doch schon komisch. Ja, natürlich, er war in einem gewissen Zeitraum auf diesen ganzen Bergen, er hat sozusagen die Basis für seinen Film wahrscheinlich auch erfüllt. Aber er hat sehr viel in diesem bergsteigerischen Kontext getan, was man eigentlich als eher unehrenhaft bezeichnen würde oder als unmoralisch. Was dem Ber der Bergsteiger-Ethik nicht ganz entspricht. Aber manche Leute sagen halt immer noch: Naja, der Max, der hat so Großes geleistet. Das ist trotzdem immer noch ein Ausnahmeathlet. Und ich würde sofort zustimmen, der Max, das ist ein Ausnahmeathlet, das stimmt. Aber trotzdem sollte man nicht unreflektiert und unkritisch gegenüber einer Person sein, die doch irgendwie recht fragwürdige Zugänge zu der Berichterstattung hat. Denn seine eigenen Interviews sind nicht unbedingt sympathisch. Mittlerweile nicht mehr. Früher war er noch sehr bescheiden. Heute bezeichnet er sich selbst als den Gott der Berge. Was ist aus einem Menschen geworden, der einstmal so ein bescheidener Bergsteiger war, der einstmal sagte, die Berge sind immer noch der Chef und was die Berge wollen, was die Natur will, das bestimmt, was er tun kann. Heute ist er der Chef. Was ist dazwischen passiert? Das sollte man sich vielleicht fragen, denn die Berge haben sich nicht verändert. Die Gesellschaft hat sich übrigens auch nicht verändert. Die Medien haben sich in dieser kurzen Zeit auch nicht verändert. Vielleicht hat er sich verändert. Und das ist auch nicht schlimm und das ist auch überhaupt kein Problem, wenn Menschen vielleicht dann irgendwann über die Zeit mal so den ein oder anderen Götterkomplex entwickeln. Aber dann darf man das ansprechen und dann darf man das zumindest ein bisschen komisch finden. Ich verurteile diese Person, den Max, nicht für das, was er tut oder was er sagt. Aber man darf sich seine Meinung dazu bilden. Diese Geschichte Endet hiermit und ich hoffe, dass ihr diese Woche wirklich eine wunderschöne Woche hattet. Der Winter, der ist ja wirklich jetzt früh gekommen und normalerweise ist es ja so, dass Mitte September ja dieser, ja, dieser kurze Wintereinbruch kommt. So um, so um den 20. herum, 24. sowas in die Richtung. Da fängt es dann einmal kurz an zu schneien, dann wird es wieder wärmer und dann kommt dieses kommt dieses kurze Hoch wieder und da kann man dann noch mal coole Bergtouren machen. Es ist dann schon ein bisschen eisig in den Nordseiten und so weiter, aber eigentlich müsste es dann wieder schneefrei sein zumindest streckenweise, aber dieses Jahr da kam ja am 20. September der Schnee und dann haben wir gesagt, jetzt ziehen wir durch. Das ist schon komisch. Das gefällt mir persönlich nicht. Ich hoffe, ihr habt irgendwie trotzdem was draus machen können. Ich habe schon gesehen, manche Leute haben sich auf die äh, großartige Idee begeben, Skitouren zu gehen. Ganz tolle Idee, sie zerstören damit die komplette Vegetation und die Tiere, die unter dieser fragilen, dünnen Schneedecke ähm, leben. Insofern Gratulation an alle Leute, die diesbezüglich ähm, sich entschieden haben, dass das eine gute Idee sein könnte, jetzt auf Skitour zu gehen bei 10 cm Schneeauflage. Natürlich, in den ganz hohen Lagen. Da brauchen wir nicht drüber reden, aber es gab ja schon schräge Bilder, die ich teilweise in den sozialen Medien gesehen habe, von Leuten, die irgendwo auf 1500 Meter mit den Skiern so halb über die Wiese drüber gestottert sind. Das muss wirklich nicht sein. Das finde ich irgendwie ein bisschen, ja, weiß ich nicht, asozial. Gegenüber dem, der Natur einfach. Also man kann sich nicht ganz als Naturmensch bezeichnen, wenn man eigentlich bei seinem Tun die komplette Natur, die man da gerade um sich hat, zerstört oder mit sich nimmt. Also das ist schon wirklich schräg. Aber gut, naja, der Winter sitzt da, ich glaube ja mittlerweile auch nicht mehr, dass er noch gehen wird. Ganz ehrlich, ich kann es mir ja fast nicht vorstellen, dass er noch äh, wieder sich zurückziehen wird und. Eine Schneeschmelze bis in die höheren Lagen, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, was ich sehr schade finde. Denn so viele Projekte haben sich für dieses Jahr schon wieder erledigt. Naja, was will man machen? Aber nächstes Jahr ist auch wieder ein Jahr. Nächstes Jahr ist auch wieder Zeit. Don't push it. Das kann ich euch nur für den heutigen Tag mitgeben. Also haltet euch ein bisschen zurück bei den Touren, wenn ihr wirklich anspruchsvolle Touren vorgehabt habt. Und jetzt seid ihr so ein bisschen an dem Punkt, wo ihr sagt, scheiße, das wollte ich eigentlich durchziehen, das wollte ich eigentlich noch machen. Das kann ich gut nachvollziehen, aber man sollte sich nicht irgendwie in überflüssige Gefahr begeben, nur weil man jetzt irgendwie noch so eine Tour oder so ein Projekt vor sich hat. Deshalb bleibt da auf jeden Fall auf der sicheren Seite, macht es nicht wie der Max. Wir sind keine Superhalden, ihr wisst, Gott ist nur unser Max. Bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.